Diese Sendung wird präsentiert von Valiant. Wir sind einfach Bank. Und familienleben.ch. Familie zieht. Zeit für Träume, die im hektischen Alltag zu kurz kommen. Die Anne Hodler besucht Familien, die auf einer Bucketlist ihre Herzenswünsche aufgeschrieben haben. Sie hört von den Problemen, die im Weg stehen, und holt sich darum bei Experten wertvolle Tipps ab, damit Familien wieder mehr Zeit ihren Träumen und Wünschen widmen können. Heute bin ich in Balwil und treffe mich mit Petra Markzoll und Stefan Schnarwiler. Seit 8 Jahren sind die beiden ein Paar. Vor allem wegen der gemeinsamen Leidenschaft zum Töfffahren hat es gefunkt. Vor 3 Jahren ist ihre gemeinsame Tochter Joan auf die Welt gekommen und mit der Geburt vom Sohn Cody ein Jahr später war das Familienglück komplett gewesen. Geheiratet haben die beiden bis heute noch nicht. Sie wollen lieber das Geld in ihren grossen Wunsch von einem Eigenheim investieren. Ich habe die Familie gebeten, eine Bucketlist mit all dem zu erstellen, was sie mit der Familie noch erleben wollen. Mein Name ist Petra Markzoll, ich bin 38 und arbeite 50%. Zusätzlich habe ich 2 Kinder, das ist der Cody 2-jährig und Jonah, der 3-jährig ist. Auf meiner Bucketlist steht schon länger, dass ich gerne mit der Bahn, und zwar mit der Cabrio-Bahn, in Stanserhorn rauf könnte. So. Ich bin Stefan Schnarwiler, bin 36 und arbeite zu 100% auf dem Strassenbau. Und auf meiner Bucketlist wäre, dass wir eigentlich als ganze Familie eine schöne Zugreise machen würden. Auf der Bucketlist von Cody ist ganz eindeutig ein TÜV. Und er wäre jetzt schon am liebsten TÜV-Profi vom Ort. Auf der Jonah ihrer Bucketlist ist, dass sie gerne Prinzessin werden würde. Mal schauen, ob das auch in Erfüllung geht. Petra und Stefan erwarten mich schon. Ein Immobilienkauf bringt vor allem grosse finanzielle Herausforderungen mit sich. Ich bin gespannt, wie sie auf ihren Wunsch vom Eigenheim heransparen, ohne dass der Familienalltag darunter leidet. Ja, hallo. Guten Tag, hallo. Hi, ich bin Petra. Hallo Petra. Hi. Hallo. Hallo Stefan. Ja. Anne. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, super. Ich auch. Komm rein. Danke vielmals. Nimm doch Platz. Merci. Ja. Petra, Stefan, merci vielmals noch einmal, dass ich da sein darf. Ihr seid seit 7 Jahren ein Paar. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie viele andere auch über das Internet. Ich habe einfach gestöbert und wollte einfach gar nicht schauen, was so drinnen ist. Und am Schluss habe ich innen gesehen, draufgeklickt. Und was macht es denn aus, wenn man sich im Internet lernt kennen? Was macht es denn aus, dass es wie Klick macht für einen Moment, wo man wirklich sagt, jetzt möchte ich die Person auch real mal treffen? Ja, also jetzt von mir aus gesehen, ich einfach geschaut, was hat er für Hobbys. Ich habe das Gefühl, wenn du jemanden hast, der absolut nicht das gleiche Hobby hat, dann ist es dann mühsam. Also ein und durch, wenn einer nur Gärtner hat, ist das nicht mein Hobby. Und dann habe ich auch die Motor abfahren. Das war für mich einfach das Wichtigste, dass jemand mit mir fahren darf. Ihr habt jetzt heute 2 Kinder. Der Kinderwunsch, ist der von Anfang an, als ihr euch lernen kennen oder wo ihr zusammengekommen ist, ist der von Anfang an präsent gewesen, dass ihr mal werdet oder wollt eine Familie werden? Nein, gar nicht. Ich wollte nie ein Kind. Aber den ehrenzweiten Hund, haben wir noch gesagt. Wie ist es dazu gekommen, dass dann die Kinder sie zu euch kommen? Storch. Storch. Nein, eben, das hat schon. Okay, ich musste mir schon mal Gedanken machen, ja, wollte ich jetzt das noch machen? Der Schritt gehen oder nicht? Das ist halt schon ein grosser Schritt, den man muss überleiden haben. Ich habe gemerkt, es stimmt mit uns zwei. Und wieso machen wir dann nicht einfach einen nächsten Schritt in die Zukunft? Weil nur immer fahren, nur immer campen, nur immer Ausgang, arbeiten. Das kann nicht das Leben sein. Wir müssen doch irgendetwas. Wir müssen doch auch. Ich wollte einfach etwas anderes noch erleben. Was ist denn der ausschlaggebende Punkt bei dir, Stefan, dass du dann Ja hast gesagt zum Projekt Familie?
Ja, weil ich auch ja, Petra über alles liebe, oder? Immer noch. Und, ja, und ich wollte es nicht aufgeben, ehrlich gesagt. Und ich habe auch wirklich auch gemerkt, auch, ich muss auch, oder ich will auch etwas ändern im Leben. Heute könnten sich die beiden ihr Leben ohne Jonah und Cody nicht mehr vorstellen. Die Kinder waren auch der Grund dafür, wieso sie sich entschieden haben, in eine grössere Wohnung zu ziehen. Ihr wohnt hier in einer wunderschönen Wohnung. Das ist eine Wohnung, die euch auch gefallen würde, ja, zum Besitzen. Es ist sicher nicht eine billige Wohnung. Wie geht ihr jetzt mit den Mietkosten um? Ist das für euch einfach zu rechnen? Oder bringt ihr genug Geld gut rein? Oder ist es auch immer wieder so ein kleines Knorzen, das Geld herzubekommen? Ja, also ich habe gesagt, ich zahle den grössten Teil der Miete. Und Petra will sie auch arbeiten. Tut sie auch etwas dabei zusteuern? Ich habe hier gerade am Anfang gesagt, bevor wir eingezügelt sind, gesagt, so viel kann ich zahlen, das ist das Maximum. Das ist einfach das Budget. Das... Und das Budget geht auf jetzt, ja, ja, bei euch? Gibt es Abstriche, die ihr müsst machen müsst, dafür, dass ihr so wohnen könnt? Ja, klar, man könnte nicht mehr sparen, oder? Für ein Eigenheim. Also das Budget zum Sparen ist jetzt minimiert worden, oder? Also durch die hohen Mietkosten. Aber ja, was wollen wir machen? Meine, wir müssen... Wenn du so eine Wohnung willst, dann kostet mich. Es ist halt ein Problem, oder? Was wollen wir, wenn wir so lange in einer Wohnung hausen, die uns nicht gefällt? Oder dafür, dass wir sparen für etwas. Wir haben uns jetzt einfach entschieden, nein, wir wollen jetzt schön wohnen. Und tun dafür halt ein bisschen länger sparen. Für unser Ziel, ja, zum Ankommen, oder? Um das, was wir wollen, zu erreichen. Der Wunsch nach einem Wohnungskauf ist, wie bei vielen Familien, bei der Petra und dem Stefan grossgeschrieben. Der Finanzexperte Luca Dautscha weiss, was ein Immobilienkauf für Vorteile mit sich bringt. Wenn man das Eigenheim gegenüber der Miete stellt, muss man ganz klar sagen, beim Eigenheim ist man natürlich ganz klar der eigene Chef. Man kann selber entscheiden, ich will die Küche ersetzen, ich kann das machen und man kann es selber gestalten, aber natürlich auch selber finanzieren. Nebendran ist es ein Vorsorgecharakter, also man kann drinnen bleiben und man weiss haargenau, das gehört mir und solange ich die Hypothek kann zahlen kann, darf ich drinnen bleiben. Es gibt eigentlich den Charakter, dass man eine bleiben hat, was halt sehr, sehr wichtig ist bei uns Schweizer. Und dann muss man sagen, man fährt, und das ist von mir aus gesehen im Moment auch sehr, sehr wichtig, sehr, sehr günstig. Im Moment ist eine Miete von einer Wohnung deutlich teurer, als wenn man die genau gleiche Wohnung würde kaufen und die Hypothekarzinsen historisch tief sind. Ihr seid aber auch in die Wohnung rein, weil ihr euch könntet vorstellen, die Wohnung mal zu besitzen. Was ist der Unterschied? Warum ihr sagt, mal die Wohnung möchte ich eigentlich besitzen? Weil eben die Miete so hoch ist, wenn wir sehen, wenn mal ausgerechnet, gell? Und dann gesagt, ja, irgendwie, wenn wir noch so lange hier wohnen wollen, wie wir es geplant haben, wäre es lukrativ, man würde es kaufen. Und dann ist der Schritt gekommen. Dann habe ich gesagt, entweder nehmen wir jetzt ganz viel Geld in die Hand, oder wir verschaffen ganz viel Geld einfach in den Jahren so. Was wollen wir jetzt? Ja. Wisst ihr denn schon, wie ihr vorgeht, dass ihr das Ziel erreichen könnt? Wir haben eigentlich abgemacht, dass wir zuerst drin wohnen wollen, um zu schauen, ob es einem überhaupt gefällt. Das war auch der Wunsch des Besitzers, dass wir einfach die Wohnung mieten und das Vorkaufrecht hätten. Jetzt kommt das Thema auf. Wir schauen das jetzt mit dem an, ob das realisierbar ist. Ja. Wisst ihr denn, wie viel Eigenkapital es braucht für ein Eigenheim? Ja, das sind, glaube ich, 20%. Ja. Das muss man ein Minimum haben, dass es längst. Das ist eben alles so ein Glaube und man hört und auf die Bank gehen, Termin abmachen. Ich habe gemerkt, dass Petra und Stefan noch etwas zögerlich und ratlos sind im Prozess des Wohnungskaufs. Gerade in Bezug auf die finanziellen Aspekte schafft der Finanzexperte Luca Dautscha Klarheit. Es gibt Grundregeln, wo man sagt, 20% Eigenmittel bringt der Kunde, der den Wunsch hat, ein Objekt zu kaufen. Und den Rest kann die Bank finanzieren.
Ein wichtiges Element ist aber auch, wie viel verdient er kommt. Da tut man die sogenannte Tragbarkeit, man tut das Einkommen gegenüber den Kosten stellen, tut man abwägen und kann dann dem Kunden relativ schnell mal sagen, ja, du kannst es tragen, mal, wir können die Finanzierung machen. Wenn ihr jetzt in die Zukunft denkt, daran denkt, ihr kauft ein Eigenheim, wisst ihr dann, auf was ihr euch da finanziell einlädt oder was ihr auch müsstet mit dem ganzen Finanzhaushalt oder im ganzen Finanzhaushalt verändern bei der Familie? Das macht eben ein bisschen Angst. Also, wir reisen gerne, wir machen viel. Ja, was wollen wir? Wenn wir alles das wirklich in eine Schublade stellen für die nächsten paar Jahre, damit man den Luxus vom Eigenheim hat? Nein, wollen wir nicht. Und ich bin halt so, ich will fünf Jahre zu wecken. Also ich will noch leben und ich will aber nicht leben für eine Wohnung. Nur für die Wohnung. Ich will noch eine Lebensqualität nebenbei haben. Und das ist eben schwieriger zum Abwägen. Wie schafft man das? Oder wie kann ich ein Eigenheim ja, finanzieren, aber gleich noch einen Spass nebenbei haben, ohne dass man dann auch gar kein Budget mehr hat? Petra und Stefan müssen sich jetzt überlegen, wie ihr weiteres Vorgehen ist. Vor allem die Kinder sollen genug Platz haben, um sich auszutoben. Jetzt haben wir natürlich auch viel gehört über die Kinder. Und ich habe es noch gar nicht gesehen. Für eure wahnsinnigsten Lehrer zu kennen, könnt ihr noch mal rufen? Klar. Cody, Jonah, komm mit. Komm mit. Hallo. Petra, Stefan, ihr habt ein paar Sachen auf der Bucketlist, die ihr gerne mit der Familie erleben wollt. Was ist das zum Beispiel? Bei mir ist es eine Gabrielbahn. Mit der Gabrielbahn habe ich einmal gesehen. Und seitdem ist das ein grosser Wunsch von mir. Zugreis. Das wäre jetzt etwas, was uns viel Freude machen würde, weil wir beide kein GA haben. Aber schon eine schöne Zugreis quer durch die Schweiz. Das wäre cool mit der Familie. Cool. Ja. Ich habe jetzt für euch nicht einfach eine Zugfahrt durch die Schweiz, sondern eine andere kleine Überraschung. Ja, schau mal! Und ihr könnt es jetzt beide mal auftun. Hallo. Nein, ist ja cool, Cabrio. Genau, es ist eine Fahrt mit der Cabrio-Bahn auf das Stanserhorn. Sehr. Ja, danke vielmals. Merci. Ich bin froh, dass wir auf die Gabrielbahn gehen können. Ich kann das endlich abhöckeln auf meiner Bucketlist. Ich freue mich riesig drauf. Ich bin natürlich froh, habt ihr alle Freude und ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Fahrt mit dieser Gabrielbahn. Danke vielmals. Es hat oben viel Luft, da kann man rausschauen, träumen, ein bisschen Gedanken ziehen. Und merci vielmals für die Offenheit in diesem Gespräch. Ja, danke. Ich habe hier in Balwil eine tolle Familie kennengelernt, die sicherlich viele Herausforderungen im Alltag meistert. Bis zur Erfüllung des Wunsch nach der eigenen Wohnung ist es noch ein langer Weg. Aber die Familie weiss das und macht einen Schritt nach dem anderen. Es ist aber auch wichtig, dass sie sich einen Plan erstellen, um eine Übersicht zu schaffen, was ein Wohnungskauf für finanzielle Folgen hat und wie sie am besten darauf heransparen können, ohne auf ihre Hobbys zu verzichten. Darum wünsche ich Ihnen auch ganz viel Spass beim Ausflug mit der Gabrielbahn. Wir sind unterwegs. Wir können schön aussichern und grüßen. So, wir sind jetzt im Stanserhorn angekommen und möchten jetzt einen schönen Rundweg hier oben. Wir sind voll unterwegs und der Kleinste ist am schnellsten. Wir müssen wieder pressieren. Es geht weiter rauf. Der Nebel zieht richtig rauf. Wir müssen Pause machen. Pause machen. Auf der anderen Seite stahlblauer Himmel. Wie sieht das Murmeli aus? Blau. Blau. Wir haben noch keine blaue Murmeli gesehen. Nächste Woche bei Familienzeit einfach gemacht. Alles rund ums Thema Patchwork-Familie. Mach mit beim Familienzeit-Wettbewerb und gewinne 10 Gramm Gold von Valiant. Wie kann man seine Traumwohnung finden? A. Anhand von Inseraten. Oder B. Anhand von Zauberei. Sende eine SMS mit dem Kennwort Familie A oder Familie B und deine Adresse an Zielnummer 920.
eine E-Mail an familiezieht@sat1.ch oder rufe uns an unter 0901 595 597. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen. Diese Sendung wurde präsentiert von Valiant. Wir sind einfach Bank. Und familienleben.ch.